Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise, Teil 76. Wir haben gerade noch, ich frage mich gerade, ob das an irgendwelche Quests, die abgeschlossen werden müssen, gekoppelt ist. Weil wir haben in der letzten Folge noch die Mission gekriegt, dass wir, ich zeige euch die mal, hier, Lebewohlmagier heißt sie direkt. Das muss der zweite Tempel sein. Also da wurde auch wieder von einem Licht gesprochen. Als Belohnung gibt es Trommeln der Legende. Ach so, warte. Ich muss mal gucken, ob das hier Artefakte waren, die wir da beim letzten Mal gekriegt haben und beim vorletzten Mal. Weil Dohalim hat ja großartig davon geschwärmt. Genau, ich gehe stark davon aus, dass das hier der nächste Tempel ist. Also es würde einfach Sinn machen. In Mahaksar müsste Luft sein. Das passt perfekt, dass es am Berg ist. Also ein Turm am Berg. Passt perfekt. Und der Geistertempel, also ich weiß gar nicht, warum der Geistertempel heißt. Das ist doch eigentlich der Erdtempel hier. Also, guck mal, wie viel weniger Gold wir da kriegen. Das finde ich jetzt auch mal interessant. Das finde ich jetzt auch interessant tatsächlich. Ist es noch schwerer? Aber eigentlich kriegt man hier ja zu wenig, weil das wäre ja Level 60 oder so. Das war viel zu hoch. Genau, Feldhandbuch, Artefakte. Ja, da haben wir nämlich jetzt noch mehr gekriegt. Aha, Glückskatzenstatue, FP-Boost. Die Statue einer Katze, die angeblich das Glück anzieht. Ihre rundliche Gestalt deutet darauf hin, dass ihr Besitzer sie verwöhnt hat. FP-Boost heißt, das hier, oder? Ja. Wow, da kriegt man jetzt mehr. Das heißt, das wäre richtig gut gewesen, das früher, deutlich früher zu haben. Vielfraß-Labyrinth, genau. Kocheffekt-Bonus-Boost. Eine Steinplatte mit der Zeichnung eines Labyrinths. Auf der Rückseite steht, der goldene Vielfraß wird alles im Labyrinth verschlingen. Ah, das ist Pac-Man. Lol. Ah ja, Ursprung Pac-Man und Bandai Namco Entertainment. Ja, da steht's ja sogar. Und flackernde Kerzen geben mehr Erz. Okay, krass, wir haben jetzt tatsächlich... Wir hatten nur die beiden und haben jetzt die drei noch zusätzlich gekriegt. Einige funkelnde Kerzen. Ja, genau, das mit diesem Licht aus. Genji and the Heike Clans. Mehr Erz gibt es, was auch ziemlich schick ist. Was auf jeden Fall auch ziemlich schick ist. Kochboost heißt, dass alles einfach ein bisschen mehr bringt, schätze ich einfach mal. Schätze ich einfach mal. Okay, dann lasst uns mal dahin reisen. Auch wenn ich jetzt natürlich auch stark davon ausgehe, dass wir zu schwach sind. Hier zum Bergkamm. Ja gut, wir müssen sowieso hier hinten starten. Ich weiß gar nicht, was es da noch auf dem Weg gab in dem grünen Bereich. Achso, da müssen wir wahrscheinlich nach dem Typ suchen, ja. Zweimal Goldstück. Money für uns, Alter, was? Ja, hier waren wir schon mal, wie kam man nicht rein? Aber beim letzten Mal sah es ein bisschen anders aus. Glaubt ihr, das ist ein Typ? Das könnte am Ende. Ich glaube eher, dass es so Astralmonster sind. Irgendwie. Wie man vielleicht im Intro-Video gesehen hat. Aber die sind viel stärker als das letzte, was hier war, oder? Schauen wir mal. Level 39, Doppelklinge. Das sind echt die gleichen Typen wie vorhin. Aber schwächer. Wobei schwächer jetzt nicht schwach heißt, also aushalten tun wir schon richtig viel. Komm schon, ich schaff's voll, komm. Nein, das war so knapp. War so unfassbar knapp. Oh, tschüss. Dafür treffe ich jetzt vielleicht beide, oder? Und auch tschüss an dich. Boah, die geben mir richtig viel Erfahrung noch. Alter.
Aber vom Level her ist es tatsächlich passend zu uns. Wasser waren die 39, wir sind 7 und 3. Das ist halt, das levelt uns richtig gut hoch. Ich glaube, das ist total sinnvoll, das zu machen hier. Ah, das ist der Kerl. Okay, never mind. Level 66, ey. Halt einfach Schlag ins Gesicht. Aber hey, vielleicht schaffen wir es. Wobei, das zeigt uns direkt, okay, wir brauchen gar nicht den Punkt geben. Nice, Alter, der Lord pickt sie halt auch richtig schön rum. Hab geschafft, oder? Wir haben viel HP, wir dürfen uns wahrscheinlich nicht von so einem Boll nicht treffen lassen, ja. Wie mache ich mystische Arts? Kann ich das überhaupt irgendwie selber machen? Komm schon. Ach man, ich hätte es fast voll gekriegt. Nein, ich treffe ihn nicht, oder? Schaff's einfach nicht, meine Combo durchzuziehen. Sobald ich die voll habe, ist es nicht tot. Jetzt. Eis Hammer! Yes! Komm schon, es reicht. Und da ist es voll und fast halbes Leben und bam. Krass, dass ihn das direkt killt. Krass, ey, Level 66, wir schaffen das. Vielleicht sollten wir doch in Turm. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn. Da muss nur ein Gegner kommen, der selber auch gut austeilt. Das haben die nämlich gerade nicht gut gemacht. Dir scheinst ganz unversehrt zu sein. Du scheinst ganz unversehrt zu sein. Das ist gut. Bist du Torvin? Ja, das bin ich. Aber wer seid denn ihr? Ich erkenne René unter euch. Arbeitet ihr für die? Ihr wollt wohl den Rest von uns Überlebenden auch noch aus dem Weg räumen, was? Bleibt zurück! Ganz ruhig, du musst dir keine Sorgen machen, wir wollen nur... Du siehst aus wie ein Danäer, setzt aber Astralarzt ein. Gibst du dich als Renéer aus? Nein, ich bin genau wie du Danäerin, ich bin aus Kyslodia und... Lüg mich nicht an, es gibt keine Danäer, die Astralarzt einsetzen, du bist ein Monster! Alter, was ist ein Desmond-Typ, wir haben ihm gerade einen Arsch gerettet. Wie hast du sie gerade genannt? Ah, bleib weg! Und dann rennt er davon. Das ist sein Ernst. Am besten zum Turm hin, hey. Ignoriere ihn einfach, Rinwe. Er ist nur ein wenig verunsichert, mehr nicht. Du hast ihn sicher mit deiner Magie überrascht. Stimmt. Außerdem wissen wir alle, was mit Almetrea passiert ist. Er kann wahrscheinlich nicht anders als paranoid zu sein. Ich weiß. Jetzt ist er ja wieder in Sicherheit und wir können unsere Aufmerksamkeit auf das Licht richten. Genau, natürlich. Gut gemacht, Idiot. Absolut sauber. Was? Gut gemacht, Idiot. Absolut sauber. Weil er so durchgedreht ist jetzt. Wegen ihr. 2700 Erfahrung gibt's halt richtig gutes, ey. Richtig gute Erfahrung. Die Frage ist, gucken wir kurz rein. Ich will kurz reinschauen. Ich weiß, das ist dumm. Ich weiß, das ist sinnlos. Ich weiß, das ist extra Weg. Aber ich will kurz in den Turm schauen. Der hat mich nämlich schon beim ersten Mal fasziniert. Vielleicht überlege ich es mir doch nochmal anders. Ne, komm. Doppelkling schaffe ich ja. Heilung bitte. Oh, ich bin nicht tot, ey. Alles heilfällt, ich fühl's mich einfach heil. Wobei, da war es, glaube ich, auch Dings noch ein bisschen dabei, ne?
Nein, ich darf einfach die Attacke nicht machen. Ich darf einfach meine starke Attacke nicht machen, weil sie zu lang dauert. Ich nehme mal die Combo verkackt. Sowieso sind vor allem ein bisschen zu Level noch. Bam, und es muss jetzt nochmal richtig sahnig viel geben, oder? Das ist fast 3000, ey. Haben wir da nochmal welche? Ja, das ist gut. Alter, wie viel Zeug. Wo ging's denn hier nicht weiter? Hier, oder? Hier kam ich nicht rein. Weiß nicht genau. Ich speichere auf jeden Fall ganz kurz. Weil ich denke, wir müssen laden, kommen nicht anders raus. Okay, vielleicht doch nicht. Sie würde sagen hoch, dann wäre ich runter. Wirklich? Glaube ich ihr jetzt? Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Wenn sie sagt hoch. Okay, ich hätte gedacht, der ist riesig. Geht's jetzt einfach nur hoch? Naja, die Aussicht, die du nur hast. Das ist schon krass. Wer das gebaut hat, hatte echt einen an der Waffe. Keine Ahnung, wie weit es noch hochgeht. Aber von einem Tempel ist nichts zu sehen. Vielleicht gibt es auch nur einen. Einen so einen Tempel und der Rest ist irgendwas anderes. Ich bin ja nur davon ausgegangen, dass es 4 Tempel gibt. Alter, wie lange ich noch hochlaufen muss. Oh, Turm des Windgeists. Jetzt bin ich ja mal richtig Bitte was? 4 Sylph-Federn, das waren die Gegner von Grad, und 1 Brozella-Sylph. Heilige Scheiße, bitte was? Leben, Fragezeichen, alles klar. Mach ich die jetzt kaputt? Das macht eigentlich keinen Sinn, gell? Level 70. Alter, was ist das für ein Vieh? Ich bin voll schillig, dass er nichts macht. Ich muss aufpassen, bis ich geheilt bin. Komm schon, Shion, auf geht's. Nee, Shion. Hallo? Wen guck ich denn an? Das Ding kommt gerade auf uns zu. Okay, deswegen. Und tschüss. Und tschüss, ey. Naja, so habe ich es auch erwartet, muss ich sagen. So habe ich es auch erwartet. Sollen wir noch nach unten gucken? Ich meine, wir haben da eigentlich gut gespeichert. Ich gucke mal im Turm nach unten. Vielleicht ist da noch was Interessantes. Das hier, oder? Der Keilberg, Diara, ja. Irgendwas hier ist komisch, ich glaube auch. Wendeltreppe nach unten. Was ist denn nach unten? Sind da auch Gegner? Da hört es einfach auf. Okay, nö, da kann man runterspringen. Hui! Glaubt ihr, hier kommen auch irgendwelche krassen Gegner? Wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich hier eigentlich nicht sein sollte, aber ich finde es halt einfach
faszinierend. Hier gibt's. Oh, ich dachte, ich kann da hinspringen. Oh, das war's, oder? Nur die hier. Sollten wir eigentlich was schaffen, glaube ich. Mache ich das? Nee. Ich gehe wieder, weil ich weiß, ich soll hier nicht sein. Und ich hier vielleicht, ich kriege hier vielleicht einen Drop, der der einfach zu stark für mich ist, der mich dann einfach OP macht. Und das möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Aber wir haben das abgecheckt, das ist gut. Ich glaube, wir müssen wir nach Mahaxar eigentlich zurück. Wahrscheinlich schon, nach Nietz. Nö, wir kriegen nicht mal eine Belohnung. Haben wir die Quest noch? Begib dich zur Spitze des Turms. Rette Torbin. Okay, das haben wir gemacht. Das war's. Erkunde den Turm. Ja, okay, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Das hier noch. Okay, das heißt, wir gehen erst zum Dingsbums, wie heißt's? Zu unserem Hof. Faria-Hof heißt's. Das war der Name, den ich gesucht habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich dachte ich, dass die alle... Aber die sind noch nicht alle groß. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Ja, wie viele das mittlerweile einfach sind von den Schweininchen. Gucken, ob das nochmal ein Upgrade gibt, ob das nochmal ein Tier gibt oder so. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Essen wir da haben. 32 Schwein, 20 Pferd, 3 Schweininchen, 16 Schaf, 23 Rind. Ich glaube, da machen wir nochmal Schweininchen. Ja, guck, sie sind schon, ist schon tatsächlich komplett voll. Das ist halt das Problem, wenn du die hast, brauchen wir halt, können wir halt nur eine Katze nehmen und dann kommen halt Mäuse. Das ist halt das Problem. 17 Schweininchenfleisch. Brauchen wir nochmal. Auch schön Wunderwuchsfutter. Können sie uns ja leisten. Ich glaube, es macht echt Sinn, immer nur die gleichen Tiere zu haben. Weil je nachdem, bei Pferden oder so haben wir ja eben gar keine Hunde gebraucht. Deswegen macht das Sinn. Tierfreund. Lore. Was muss man dafür machen? Kampfserienbonus bei Erwachen. Es gibt die Verteidigung 50. Wow. Ein Beweis für die Verbundenheit mit den Tieren der Farm, nachdem er für sie gesorgt hat. Lor, die Tiere betrachten sich jetzt als wahre Freunde. Es sind jetzt wirklich richtig wahre Freunde. Das war kein Kompliment. Ja, ohne Witz. Das war kein Kompliment. Aber erlange 2 von Weiche? Was muss ich denn da machen? Ich dachte, ich muss da hier hin. Jetzt bin ich doch verwirrt. Wo soll denn das sein? Wahrscheinlich in Garnataros, oder? Ihr Platz, inneres Heiligtum. Unzähmbarer Zorn. Das, ja genau, das war das unten. Das war die Biene hier, ihr Platz, Bienenkönigin. Aber wo soll das denn sein? Steht halt nirgends, toll. Im Ortelina-Palast mit Sicherheit nett. Kislodia nett, da ist nur das hier. Kalaklia ist nur noch der Boss. Da können wir es halt nett machen, die Gourmet-Saga, ha? Stand da noch irgendwas dabei? Weiße, weiche und fluffige Sachen. Eine Sache ist Reis, während es sich bei der anderen um etwas Hiesiges aus Pelegion handelt. Keine Ahnung. Na ja, gut, dann scheiß drauf. Ich dachte, das wäre dieses Schweininchenfleisch. War ich mir eigentlich sogar sicher, aber dann halt vielleicht nicht. So. Dann tue ich FP noch verteilen. Und nochmal einkaufen. Wir haben ja viel Geld, da kaufe ich vielleicht noch ein paar Sachen ein. Und dann machen wir weiter. Genau, Sündenklinge brauche ich dafür. Resistenz 20, Angriff 50, das hier will ich. Und es gibt Elementarangriff, das brauchen wir nicht.
Das heißt, die Sachen außen sind mir jetzt erstmal egal. Wichtig ist tatsächlich, Angriff 50 hat richtig geil nochmal. Vakuumklingen, ein verborgenes Art, das aus einer Reihe von Doppelhieben besteht, die mit einem Abwärtsschwung enden. Das könnten wir uns echt überlegen, gell? Einfaches Überlimit. Macht das für dich einfacher, das Überlimit auszulösen, noch leichter? Flammende Schneide-Explosion. Ermöglicht es dir, flammende Schneide zu laden für mehr zugefügten Schaden bei höherem KP-Verbrauch. Laden, aufzuladen. Und wie funktioniert das? Steht es dann auch dran? Was heißt laden? Heißt, ich halte das? Ich weiß es nicht. Und nochmal Angriffs- und Elementarangriffsstärke. Deine Nahtoderfahrung. Zack, 50 Schaden für uns. Überlimit-Verlängerung könnte man vielleicht noch machen. Aber das andere, das hier ist auch gut. Erhöhter Schaden bei Gegenangriff. Dann müssen wir das andere halt auch noch machen. Schockwellenhieb. Das sieht aber ganz interessant aus. Gut, das andere ist nicht so interessant. Aber ich mache gleich das Art rein, sonst vergesse ich es. Oder ich gucke es mir zumindest an. Drachenschwarm finde ich nicht so geil. Wow, wir haben das fast 3000 Mal den Herrscherhieb eingesetzt. Ah, ich mache halt nur das, gell? Ich check das immer noch nicht mit dieser flammenden Schneide. Da steht nämlich echt immer noch was dabei. Einäscherungswelle, explosiver Ring, aufsteigender Phönix. Heißt das, wenn ich die trage, kann ich das irgendwie reinmachen, dass ich die einfach trage? Vakuumklingen war das, ja. Tobender Sturm. Das muss doch irgendwo stehen. Ich muss noch mal gucken. Flammende Schneide, Einäschungswelt. Die anderen haben das nämlich alle nett, oder? Warte. Ja, die haben das alle nett. Müsste bei Hilfe Kampf sein. Jo, was? Ach so, das ist das, ja. Ich habe gerade gedacht, warum steht da eine 2, aber klar. Boost-Angriffe. Du kannst Boost-Angriffe. Das nennt man Boost-Angriffe, die aufgeladenen. Erfolgreich Treffer und Kondorlandes füllt sie sich noch schneller. Ja, das wissen wir. Das wissen wir alles. Drei Art Beherrschung. Diese Beherrschung verbessert sich, wenn ein Charakter entsprechendes Art verwendet. Sobald eine Beherrschung ein bestimmtes Level erreicht hat, kannst du neue Arts erlernen, indem du ein Art dieses Typs im Kampf einsetzt. Das check ich nicht ganz, was das heißt. Heißt das einfach nur Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 von Arts? Besondere Boost-Schläge und Boost-Angriffe. Boost-Schlag und Boost-Angriff ist einfach ein Unterschied. Erledigen Gegner mit einem Schlag, genau. Das sind diese Combo, das sind meine Ziele, unsere Ultimate Attacks sozusagen. Überlimit. Indem du Schaden erleidest, ein perfekter Ausweichmanöver ausführst, kommst du in bestimmte Zeit ins Überlimit. Genau, dann kostet es keine Arts, das kennen wir auch. Mystische Arts. Halte während des Überlimits und nach einem Art-Treffer zwei der folgenden Tasten gedrückt. Ah, zwei oder was? Während des Überlimits und nach einem Art-Treffer. Um das mächtige mystische Art deines Charakters zu aktivieren. Y, X und A. Ah, und damit beendest du das Überlimit. Okay. Ah, jetzt kapiere ich. Das ist dann praktisch das, was die anderen machen, diese mystischen Arts. Und so kann ich es aktivieren. Das probiere ich dann auch mal gleich aus im nächsten Kampf. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Kombos, klar, kennen wir. Sonst noch irgendwas? Kritische Treffer auf der Flucht. Das habe ich nicht einmal gemacht mit dem Fliehen. Das kennen wir auch alles. Gibt es sonst noch was anderes? Boost-Angriff. Das ist gammelig und das ist der absolute Hammer.
bringt fast jeden Gegner zu Boden, wird stärker, je mehr KP du opferst. Also wenn ich das jetzt halte, kann ich das aufladen, gell? Das heißt, wir haben einmal diesen Doppelangriff und einmal haben wir dieses Aufladen, das wir testen müssen. So, aber Fertigkeit Matrix bei Shion. Wir gucken erst auch mal hier. Ihr Platz. Das ist das mit den Bienen, gell? Decke die ultimative Zutat. Rette der NPCs 12, haben wir das noch nicht. Durchdringung 50. Verteidigung 20, Durchdringung 20, Resistenz 30, Elementarheilerin. Ja, keine Ahnung. Elementarangriff ist ganz gut. Resistenz ist gut. Eigentlich ist bei ihr wichtig, dass sie viel durchhält. Oder hat sie noch irgendein Heilungsding? Das hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Ob sie irgendeine Heilungsart noch hat. Vielleicht hätte ich die Bienenkönigin auch noch machen sollen, aber die machen wir wann anders. Irgendwas Neues zum Heilen wäre bei ihr auf jeden Fall auch ganz schick. Ausweichen in der Luft haben wir auch noch nicht. Na komm, so. Es geht schnell. Kisara ist wichtig, viel Verteidigung zu haben. Das gibt ihr Angriff. Das gibt Durchdringung. Das gibt auch Angriff. Und wie viel? Das gibt Verteidigung, oder? 50 Verteidigung, yeah. Einfaches Gruppen. Macht es einfach für Gruppenmitglieder bei Schädigung durch einen Angriff das Überlimit auszulösen. Das ist auf jeden Fall gut. Bei Umzingelung. Das ist auch gut. Ist halt mega teuer, aber ganz ehrlich, das ist einfach. Verteidigung 50 halt auch richtig gut für sie. Resistenz 20. Verteidigung ist mir halt wichtiger. Gibt es da noch irgendwas Interessantes, was wir noch machen können? Erhöhte Aggression bei Abwehr. Ich glaube, das ist gut. Dann kann sie ein bisschen was tanken. Ich meine, ich finde es zwar auch nicht schlecht, dass viele Alfen angreifen. Aber so passt es auf jeden Fall auch ganz gut. Der Rindewell hat 7000. Das lag daran, dass wir alles schon hatten beim letzten Mal, gell? Dass wir alles schon hatten, dass wir alles gelevelt haben. Die vier, weil wir noch keinen neuen Bereich hatten. Die braucht Elementarangriff. Hier, plus 50. Die Blitzprinzessin. Gibt es nochmal irgendwo? Das gibt 20. Durchdringung. Elementarangriff. 30, 20, 50. Machen wir 50, ja? Egal, was da kommt. Anti-Drachenschaden. Erhöht die Menge des zugefügten Schadens bei Drachen. Okay. Göttlicher Säbel. AL4 kostet das. Okay. Das ist viel. Aber richtig mächtig wahrscheinlich. Zack. 50 Elementarangriffen. Jetzt hier wahrscheinlich. Himmlischer Hammer. Gefrierlanze, das ist schön, wenn die alle billig sind. Nochmal Antitrachenschaden. Und es geht vor allem um den Elementarangriff. Durchdringung vielleicht auch. Ja, Durchdringung ist uninteressant. Rächer in Rente. Das machen wir dann noch. Erhöht maximal der AP. Ist noch sinnvoll. Sehr gut. Lore. Was ist bei Lore wichtig? Verteidigung, Angriff. Angriff vielleicht, gell? Lore hat auch einen hohen Angriff oder eine Durchdringung. Lore hat eine gute Durchdringung. Vielleicht machen wir das. Einfaches Überlimit bei Erwachen. Erhöhte Boost-Anzeige. Eigentlich sind das alles nur so passive Effekte, voll viel, finde ich. Maximale Dings ist schön, das hier ist schön. Und das war es dann auch schon, ha. Können wir das als nächstes machen mit Angriff? Das ist immer auch noch gut gedient. Was ist bei Doralim gut? Nix eigentlich, oder? Ist hier besonders hoch. Elementarverteidigung, Resistenz, Gönner, der Gönnerlord. Angriff 60, haben wir gesagt, ist richtig krass. Bewegen während Arzt ist sinnvoll. Aber ich meine, wir haben den halt einfach auch nicht im Team, im Kampfteam, gell? Bei Angriff 60 schon interessant sind. Das machen wir auch noch. Durchdringung 40, was haben wir hier? Angriff 20, Elementarangriff 20,
Elementarangriff 40. Ich glaube, das können wir als nächstes dann holen. So, und was haben wir denn für Stats jetzt? Mit ihm haben wir 716 Angriff und 3300 Leben. Bei ihr scheint alles recht niedrig. Elementarverteidigung ist ziemlich hoch bei ihr. Bei Kisara ist die Verteidigung auf 814. Das ist halt richtig krass. Die hält so viel aus. Bei ihr ist Elementarangriff auf fast 1000. Die hält wenig aus, aber die teilt halt richtig hart aus. Die teilt richtig hart aus. So. Jetzt gehen wir noch in... Wo gehen wir denn am liebsten hin? Nach Garnataros vielleicht? Nach Mahaxar? In welches Gasthaus gehen wir? Gehen wir in das hier. In Nietz. Beziehungsweise wir müssen ja hier auch mal noch gucken, ob wir da was Besseres wollen. Aber ich glaube nicht, gell? Mega-Fauna-Knochen, sobald wir den haben, das ist zu krass. Solide Schneide bringt mir zu wenig, das lohnt sich nicht für mich. Die ist mir nicht solide genug. Sollen wir hier noch irgendwie Zubehör anfertigen? Nee, das sind wir auch, das sind wir gut. Was wir noch machen, ist noch ein paar teure Sachen kaufen. Ananas-Gelee zum Beispiel kauft man nämlich nochmal 4 Stück. Die sind zwar sauteuer, aber hier holen wir auch nochmal 2. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Oder gehen wir sogar auf 10 hoch? Gehen sogar auf 10 hoch. So viele finden wir von denen sowieso nicht. Zitronengelee. Da bin ich mir unsicher. Tränke gehe ich auf 13 hoch, oder? Ne, 15 kommen, was soll's. Die sind so billig. So, komm. Jetzt kann sich Kisara beschweren, weil jetzt haben wir viel ausgegeben. So viel wie noch nie. So viel wie noch nie. Rasten, kochen. Genau, und jetzt brauchen wir hier irgendwie... Erhöhter Angriff ist ganz schick. 4% ist zu wenig. Erfahrungsboost, mehr verdiente Kampfpunkte. Erhöhte Verteidigung, das. Kocheffekt 15%. Bei ihm, machen wir es mit Alfen. Es ist toll geworden. Perfekt. 15% Verteidigung. Steht das jetzt auch noch mit drin? Ich glaube nicht, gell? Das finde ich nämlich blöd, dass das hier nicht mit drin steht. Nee, doch tut's. Verteidigung fast 1000. Wow. Ich glaube, wir sind bereit, Freunde. Ich glaube, wir sind bereit. Das heißt, in der nächsten Folge geht es weiter mit den Hauptquests. Und ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.